Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wasteland 2. Ja, wir wurden ja in der letzten Folge ein bisschen vergiftet und müssen uns jetzt hier ein bisschen raussuchen, dass wir diese Vergiftung da wegkriegen. Diese Pilzinfektion, einzigartig. Pilzsporen eitern unter deiner Haut und verändern dich von innen heraus. 949 Sekunden verbleiben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann da sterbe oder aber ob ich da ja, mich verwandle oder ob ich da geheilt bin. Ich glaube mal eher weniger. Das letzteres der Fall ist, ein großer Kürbis, außer Reichweite, das ist wieder so eine Pilzspure hier. So, die haben wir aktiviert, das ist schon mal gut. Was ist das denn? Ach, die Hühner, genau. Nüdline, nieder und lächelt das Huhn an. Huhn blickt Black Mask doof an. Huhn wirkt erfreut. Du bist spitze Huhn, vergiss das nie. coole Sache. So, die Dinger kann man auch offensichtlich so bekauen. Teil alles aus. Stück zurück, Stück zurück, Stück zurück, zurück. Ja. So, okay. Zerlegt haben wir und haben. Schön. Okay. Wir müssen uns natürlich hier jede Menge untersuchen und so weiter und so fort. Das sind die Viecher, die wahrscheinlich die aus den Leuten entstehen. Infizierter Sporenträger, infizierte Superfly. So, okay, einen haben wir zerlegt, das ist toll. Jetzt bist du dran und du kannst da auch ordentlich drauf ballern. Ladehemmung, na ganz toll. Und jetzt kann er das nicht beenden. Oh, das ist nervig. Immer sowas. So, na dann eben du. Au, na hat getroffen. Au, hat getroffen. Trifft nicht. Zug beenden. Jetzt kommt das Viech angeflogen. Aua, immer auf mich hier. Die Kackfisse. Jetzt bin ich auch vergiftet. Normale Vergiftung? Ja. Normale Vergiftung. Okay. So, abgeschickte Schrotflinte. Wir gehen mal vor. Nö. Und hauen da mal drauf. Boah, das hat ordentlich gesenzt. Gut. Glück gehabt. Plus 1 AP. Und hepp. Und sonst auch nichts. Na gut. Aha. Die Halbautomatik, da gehen wir auch mal ein bisschen vor. Hauen das Teil hier noch weg. So, auf mich zu hauen. Zug beenden. Toll, ganz toll. Na gut, wenigstens kommt da hinten noch mehr Viecher an. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Kontrolle verloren. Deswegen fang nicht an mit der Faust. Achso, das ist die. Genau, die darf das ja. So. So, Verklemmung beseitigt. Ein Stückchen weiter vorgehen. Sollten wir vielleicht auch noch. So. Nicht genug AP. Na, das ist ja toll. Dann gehen wir mal hier rüber. So. 46, 67%. Ich gehe mal auf den da. Und schieße daneben. Jetzt schieße ich, treffe ich. Die restlichen AP gehen wir mal vor. Genau. Hopp. Okay. Aua, immer auf die. Aber immer auf den. Ah, die Viecher sind gar nicht mal schwach, muss man sagen. Oh, der hat mal wieder daneben gezielt. Das ist toll. Aber immer auf den. Okay. Zählt aber nichts. Was muss, das muss. Ich hau mal hier drauf. Ah, toll. Leer. Zug beenden. Die Waffe hat ja auch fast gar keine Wirkung hier. Aber auf die da eigentlich. So. Sollte sie Wirkung haben. Okay, ist vielleicht nicht gerade günstig, wo wir hier rumrennen. Wie es aussieht, werden wir hier ein bisschen drauf gehen. Vielleicht, wenn wir es nicht etwas backen kriegen, hier diese Drecksäcke hier aus dem Weg zu räumen. So, Zug beenden. Was war das denn jetzt? Die explodieren auch noch, die Viecher. Das ist ja ganz toll. Eine beenden. Okay. Na, immerhin, das hat sie erwischt. Okay. Die hier kann mal ein Stück zurücktreten. Hier, bitte hau ab hier. Bitte hau ab. Lalalala. Und zwar ganz ab. So, okay. Und Stück beenden. Das Ding hat glücklicherweise verfehlt. Das da auch. Ich muss mich direkt danach hochheilen. Verdammt. Abgedeckte Frotfinde öffnen. Leeren. Eins zurück. Und Zug beenden. So. Okay. Ich glaube, ich habe mich schon wieder ordentlich angehauen. Das ganze Training hat sich doch nicht bezahlt gemacht. Was?
Ja, offensichtlich. So, okay, hier müssen wir auch mal gegen das Ding noch oder oh, das Teil müssen wir auch noch weghauen. Toll. Wie ich mich hier voll schlecht benehme hier gerade. Das kann man eigentlich gar nicht anders nennen. So schlecht habe ich lange nicht gespielt, aber immerhin. Nochmal. Das hat jetzt gar nichts gebracht, aber ich habe die Deckung zerstört. Okay. Aha. Das hat auch nichts gebracht. Ich beende mal den Zug. Oh, das sollte ich vielleicht lassen. Oh. Okay, ich muss hier ganz dringend hier das Teil hier wegplatzen. Ganz dringend heißt eigentlich, dass ich da gewinnen sollte. So. Und die hat schon wieder die Kontrolle von denen. Die dreht durch. Was ist denn los mit der? Die geht gleich drauf. Die alte Kuh. Und das alles nur, weil sie ein Idiot ist. Ich gehe mal hier vor. In der Hoffnung, dass der dann quasi das Zeugs wegtankt hier. Ja, Zug beenden. Oh, ey. Diesmal. Ja, immerhin ist die Deckung weg. Okay. Hat ja auch was. Geh mal weiter. Ja, Zug beenden. Nachladen. 55%. War ja so klar. Ja, tschüss. Reparatur ist weg. Oder was auch immer. Ja, immer wenn eine, das ist der Nachteil, wenn halt jemand drauf geht, immer wenn jemand stirbt, verschwindet ein beliebiges Attribut. In dem Fall war es Reparatur. Da ist eins runter, das ist ganz toll. So. War es das jetzt Ende? Ja, na ganz toll. So, Vulture Cry hat die Reparatur verloren, das ist ganz toll. Ich hasse das. Aber, ja, man sieht ja, das bringt, ja, bringt was in der Hinsicht. So, immerhin, Angela hat ihn abgeschafft. Ist nicht leicht, muss man sagen, ist nicht leicht hier. Aber wir werden wohl oder übel Herbizid. Ich nehm Teil alles aus und nehme alles, was wir brauchen. Was haben wir hier? AZ-Serum zum Benutzen rechts drücken. Okay, und zwar 10 Stück. Ich nehme alles mit. Und hier, wop. Was haben wir hier? Infizierter Eitersack. Das hier. Okay, wir haben Serum also schon mal gefunden. Das ist soweit so gut. Ansonsten, das Zeug ist ja ekelig hier. So, ansonsten würde ich mal sagen, eine neue Herbizidwaffe. 16 gegen das Phasengewehr. Reichweite 76%. Trefferwahrscheinlichkeit ein bisschen kleiner wieder mal. Aber dann für mehr Kapazität. So, bauen wir mal so um. Und gut, was haben wir hier? Schiff in einer Flasche. Modifikation plus 1 Instandsetzung. Oh. Instandsetzung hatte ich das hier eigentlich drauf. Angriffsgeschwindigkeit, ich weiß gar nicht mehr. Koordination, Stärke, Intelligenz, Instandsetzung. Ja, und dann hier, guck mal hier. So, machen wir so. Blub. Fertig ist. So, minus 4 Angriffsgeschwindigkeit, 20 Wassertragtast, 20 von Dingens. Ich nehme mal den Armee-Rucksack stattdessen. So. Robustes Magazin fürs Waffenschmieden natürlich benötigt. So, ansonsten würde ich mal sagen, heil mal mich hier ganz dringend. Und zwar hier mit Erste Hilfe. So, hier. Lalalala. Wo ich hier umfalle. Das ist gut. Dass die Vulture umgefallen ist. Naja, ist halt, hat halt Pech gehabt. Sie ist eh nur Bonus. Momentan wüsste ich eh nicht, was ich hier auf die Füße schlagen sollte oder sowas. Hier mit dem muss ich das machen. Das hat aber auch reingehauen hier. Das ist meine Fresse hier. Nö. So, okay, soweit, so gut. Dann an dir selber am besten auch mal. Ach so, muss ja das hier nehmen. Okay, nochmal. Nochmal. Ah, ich nehme immer das Falsche. Mann, das ist ja aber auch nervig. So. So. Was? Keine Munition mehr? Wer hat keine Munition mehr? Oh, oh, die hat keine Munition mehr. Dann sollten wir auch da bald was unternehmen. Mal Munition kaufen oder sowas. Aber erst einmal hier. Taris braucht noch ein bisschen Heilung. Und natürlich Trottelinchen hier. So, okay. Das wäre einmal Taris gewesen. Und Trottelinchen, hier ist er da. Geht ja auch so. Okay. So, Walcher. Blöde Kuh. Wegen der mache ich hier so einen Aufriss. So. Meine ganzen Medpacks hier verbrauche ich hier. Natürlich nicht nur wegen der, aber allgemein. Das ist ja voll fies.
Also jedenfalls haben wir, glaube ich, auch das Herbizid gefunden, was wir brauchen zum Hochheilen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ja, es könnte besser sein. Bin überaus unzufrieden, so wie es jetzt gerade läuft, weil ich hier gleich sterben werde. Geht weg. Ja, okay, dankeschön. Hier haben wir aber noch was zum Aufheben. Ein paar Flügel nehme ich gerne mit. Dankeschön. Geh mal wieder auf Black, weil ich es kann. Hier haben wir eine Türe. Untersuchen. Und wieder öffnen. So, da ist noch ein Safe. Den Safe mache ich auch gerne auf. Was haben wir hier? Generator. Schon nisten Flügel darin. Ganz toll. So, abgeschlossen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Wer ist der Safe-Knacker gewesen? Das war hier. Du warst das. Schlösser. Nee. Schlösser nicht. Dressur knacken. So, hier. Oh, da war wohl eine Falle. Aha. Informatik. Auffassungsgabe oder Alarmanlagen entschärfen. Machen wir erstmal das hier. So. Dann gucken wir mal, ob wir die Alarmanlage hochkriegen. Da war offensichtlich noch eine Falle oder sowas. Naja, ganz toll. Aha. Wie lange geht die Vergiftung eigentlich noch? 30 Sekunden, ja, das geht okay. So, glänzender Ranger-Stern, Kaliber 12 Patronen und teilt alles aus. Natürlich, Dankeschön. So weit, so gut. Ein paar Patronen haben wir auch bekommen, das ist auch gut. Hier haben wir auch wieder ein bisschen was, das ist sehr gut oder noch besser. Dann kann ich mich nämlich wieder ein bisschen hochheilen. Hier haben wir noch ein bisschen was und dann scheint hier nicht mehr wirklich viel zu sein. Patronen sind aber wichtig. Kann man nicht anders sagen. Drum, ja, meckere ich da auch nicht rum, wie ich finde, ne? Was war das? Ah, meine Vergiftung ist weg. Gut. Hier hinten ist nichts. Wie gesagt, wenn ich nicht viel finde, haue ich hier lieber ab. Die Mobs sind mir doch ein bisschen heftiglich hier. Guck mal gerade, wo bin ich? Ich renne hier nur oben rum. Ist okay. Oh, das habe ich nicht mal gesehen. Und die schießen immer alle. Deswegen ist dann auch immer die Munition kaputt. Das ist doof. Sollte man verhindern, dass da alle gleichzeitig schießen. Und du, Trottel, solltest vielleicht auch irgendwann mal eine Waffe bekommen. Oder wir, noch besser, wir funken erstmal hier. Copy, Echo One. Report. Echo One. Congratulations, Echo One. Danke, ja, jo. Und gehen mal auf hier, Angela. Charakter. Fertigkeit. So, Naturbursche. Wenn du die Fertigkeiten finden möchtest, das richtige Hauptteil, Zufallsbegegnung auf der Weltkarte, nee. Sturmgewehre wäre cool. Waffenschmieden wäre auch nicht so schlecht. Ich mach mal, 3 habe ich nur. Hier Fertigkeit, Ruhe, Gewalt, nee. Waffenschmieden Stufe 3. Dumpfe Waffen wäre auch noch eine tolle Sache. Gerade wenn mir doch mal die Muni ausgeht, machen wir das mal so hier. Komm. Okay. So. Dann gucke ich mich weiter um und dann haue ich hier halt ab. Oder auch nicht. Killerkaninchen. Ich werde jetzt gerade echt von Killerkaninchen angegriffen. So. Die Verklemmung beseitigen wir und schießen mal hier auf niemanden, weil ich da wieder mal nicht genug HP habe. Die schon. Die hat hier 549, 49, 49. Ist eigentlich egal. Ich schieße mal auf den da. Dann habe ich wenigstens. Keine, oh, sehr gut. Damit haben wir schon einen aus der Reserve gelockt. Zug beenden. Was ist das denn hier? Unter Druck, näher stehende Feinde. Achso, erhöhen die Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, ist okay. So. Aha. Zug beenden. Dann du hier. Naja, immerhin, das scheint auch so machbar zu sein. Herbizid. 41%. Ich wechsle mal die Waffe und sichel die mal um hier. Na toll. Na, die hat sowieso keine Waffe. So. Du wechselst auch die Waffe. Du hast ja ein kleines Messerchen. Na toll. Nicht mal das kannst du. Hep hep. Unterdruck ist weg. Toll. Du bist sehr gut, Dylani. Mann, Mann, Mann. Ja, okay. Die hat die Kontrolle verloren, hat es aber geschafft. Sehr gut. So. Okay, Riesenkaninchen. 15, 15,
15 und 15. Na, immerhin. Begegnung beendet. Waffe voll durchgeladen. Überall, wo es geht. Okay. Scheinbar alles erledigt. Das ist soweit so gut. Wir müssen natürlich noch einsammeln hier. Was hier hier sind jede Menge von den Viechern. Ich bin schon wieder infiziert übrigens. Aber das ist ja nichts Neues. Oh, 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 hier zurück. Na toll. Also zum Glück war der schon infiziert. Das ist also nicht mehr so schlimm. Hier hinten ist noch das. Hier haben wir was zum Untersuchen. Das Teil hier. So, okay. Ist nichts mehr großartig passiert. Das war bescheuert, aber okay. Kein Kommentar. Ihr habt nichts gesehen, wenn ich nichts gesehen habe. Und ich habe garantiert nichts gesehen. Guck mal kurz auf die Karte, wo ich bin. Ich befinde mich hier oben in der Ecke. Doof, dass wir die Farm nicht besser retten konnten. Aber na, okay. Lässt sich nicht vermeiden. So. Hier sind noch... Nein! Verflixte Scheiße. Die hätte ich so gern umgangen. Man glaubt gar nicht, wie gern. So. Na dann. So, nicht genug AP, ist klar. Hier. Das tut gleich wieder weh, wenn ich hier, nicht genug AP. Oh, da hinten kann ich noch rein. Da werden wir gerne auch reingehen. Und hoffen, dass... Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Irgendwas, was überlebt oder sowas. Das wäre toll. Ja, Überlebende wären immer toll. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. 3 HP hätten wir noch. Wir können mal Waffe wechseln. Braucht aber ein bisschen mehr, ne? Nicht genug HP, dachte ich mir. So, Sichelmann. Aua. Die hauen aber auch rein. Das ist nicht mehr feierlich. So, Zug beenden. Halbautomatik außer Reichweite. Natürlich. Jetzt kommt noch so ein Schweinepriester angelaufen. Also die Mücken sind ja nicht so das Schlimme, das Problem. Oh, die verliert ständig die Kontrolle. Was ist mit dir los, Alte? Doofe Kuh. Ja, genau, das hast du davon. So. Und. Ja, das auch. Ja. Ja. Also diese Dingens, die Vulture wird wahrscheinlich bald drauf gehen. Das ist sowas von Rindvieh, wie es im Buche steht. Aber naja, dafür ist sie ja da. Einer muss ja das Rindvieh sein. Warum nicht sie? Waffe wechseln. Du bist aber auch schon angeschlagen eigentlich. Naja, was soll's. Kannst natürlich nicht mehr schießen. Was war das denn? Ein Blitz schlägt donnert in Sporenträger ein. Achso, das ist gut. Blitze fetzen. Blitze müssen sein. Ich wechsle Waffe. Lauf ein bisschen vor. 66%. Die da oben, keine Ahnung wie viel. Schießen. 8. Toll. Oh, Taris. Taris wird gleich sterben, wenn ich hier nicht unter was unternehme. Das heißt, ich muss da aufpassen, dass die zwei sich zurückziehen oder sowas. Und hoffen, dass ich die da treffe. Aber nee, am Arsch, ey. So, Zug beenden. So. Außer Reichweite. Na, das war ja so klar. Dann gehen wir mal zwei vor. Ja, den könnte ich jetzt umhauen, das ist kein Problem, aber ich will Taris da noch aus dem Weg räumen. So. 3 hätten wir noch. Lassen wir mal. Aha. Auch den könnte ich jetzt umhauen. Aber eigentlich wollte ich Taris und die andere da noch raus haben. Das heißt, wir gehen mal ein Stückchen weg. Gucken mal, dass wir hier auf den geschossen kriegen vielleicht. So. Zug beenden. So, die alte ist jetzt endlich ja heilbar oder außer Reichweite. So, okay, weg da. Genau. Zug beenden. Taris. Oh, nein, das war nicht Taris. Okay. Aha. Das war Taris. Und der geht gleich drauf. Der geht gleich drauf hier. Geh mal zurück. Ja, ganz schnell zurück. Okay. Zug beenden. Jetzt du. Das Teil weghauen. Na, bist du denn bescheuert? Ah, oh, Mensch. Ich kann du einfach nichts machen lassen. Der hat keine Ahnung von nichts. So, nochmal. So, immerhin, das hat was gebracht. Als nächstes hier hinten. Wer ist das? Hier so. Machen wir hier hin. So.
Guck mal, dass ich jetzt... Oh, Angela. Komm, ihr enttäuscht mich heute alle. Ihr enttäuscht mich heute alle extrem. Kann man nicht anders nennen, ja. Du auch hier. Na, endlich. Glückstreffer, juhu. Okay, die Begegnung infizierter Spurenflieger, im Prinzip Superflieger, Spurenträger, 114 gesamte EP. Das ist schon mal okay, aber es könnte besser sein. So, habe ich irgendwo ein Level abgeschafft? Nein. Das heißt, wir werden uns jetzt mal hier zusammenziehen, werden hier noch ein bisschen was aufheben, was aufzuheben geht. So, 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 so. Und den Zentralkomplex betreten wir aber nicht mehr heute. Nee. Wenn ich den überhaupt betrete, weil so wie das hier runtergeht mit meinen HP, bin ich mir nicht sicher, ob ich hier irgendwo weiter will. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.